Das Wohnhaus in der Heinrich-Zille-Straße 7 bis 9 in Hoyerswerda erstrahlt in einem neuen Glanz. Regelmäßig investiert die Wohnungsgesellschaft in ihre Bestandsgebäude, um die Lebensqualität in ihren Wohnkomplexen zu gewährleisten. Auch an diesem Mehrfamilienhaus wurden Baumaßnahmen ausgeführt, erläuterte Steffen Markgraf, Geschäftsführer der WH. Nach einer gewissen Zeit, in der Regel so 25, 30 Jahre, wird ja die Außenhaut, das heißt also die Fassade, von der Natur so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und da ist für uns immer wichtig, dass wir ja peu à peu uns unterschiedliche Objekte im Jahr vornehmen, um die Objekte wieder aufzuhübschen. Und wir haben natürlich parallel dazu auch noch die Dachhaut instand gesetzt. Das heißt also, da mussten am Dach leichte Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Die Dachrinnen wurden gesäubert, die Balkonanlagen wurden gesäubert bzw. malermäßig instand gesetzt. Die Dachgrauben, die man im oberen Bereich sieht, wurden wieder wetterfest gemacht sozusagen für die nächsten Jahre. Und im Eingangsbereich sieht man es vielleicht im Hintergrund auch die Briefkastenanlagen und die Eingangsbereiche. Die Instandsetzung dauerte von Anfang August bis Ende September an. Die Kosten für die Fassadenerneuerung sowie die weiteren Erhaltungsarbeiten rund um den Gebäudekomplex blieben laut Markgraf im Budget. Also wir haben hier gut 83.000 Euro investiert an dem Standort, an dem Objekt. Und das Schöne vielleicht für die Mieter ist, dass sie hier keine Mehrkosten dadurch haben, durch diese Instandsetzungsmaßnahmen. Nach der erfolgreichen Instandsetzung der Heinrich-Zille-Straße 7 bis 9 richtet sich nun der Blick auf das benachbarte Objekt, das im kommenden Jahr umfassend modernisiert werden soll. Wenn man sich das Haus hinter der Zillestraße 7, 8, 9 anschaut, wird man auch hier feststellen, dass die Fassade ja über die letzten Jahre schon ein Stückchen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und wenn alles gut läuft, werden wir uns in einem Jahr an der gleichen Stelle wiederfinden. Und dann können wir vielleicht berichten, dass also auch das dritte Haus hier in der Zillestraße ja wieder durchgemalert, durchsaniert worden ist und die Außenhaut wieder im neuen Glanz strahlt. So gibt es also auch im nächsten Jahr bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda keinen Stillstand.